Ja, aus meiner zukünftigen Wohnung. Also hier wohne ich im Moment noch nicht. Das sind auch noch nicht meine Sachen. Ich möchte einfach mal sagen, dass ich so viele positive Begegnungen hatte gestern, heute und dass es wirklich zweifelsfrei so ist. Das Neue ist schon da. Es ist wirklich schon so, dass so viel mehr Licht hier reinkommt jetzt auf die Erde, in die Menschheit. Und egal, was in der Matrix jetzt noch abgeht und wie viele da auch noch drin hängen und mitspielen. Es läuft, es ist nicht zu stoppen und es ist nicht umkehrbar. Und es ist sicherlich auch nicht dienlich. Bei allem Wert, den das Ganze hat, zum Beispiel der, ja, der Arzt mit B. Ich vermeide sowas im Moment mal, weil ich habe keine Ahnung, was schon alles für Wörter im Screening drin sind. Dass der einen ganz, ganz großen Dienst geleistet hat für die Nächstenliebe einfach, für unsere Solidarität miteinander. Denn Jesus, die Christuskraft, ist Liebe, ist das Herz. Er ist der große geistige, spirituelle, geistige Herzenslehrer. Ich sehe das nicht mit diesem Richter und so weiter, denn vieles, wie gesagt, in der Bibel ist auch nicht von ihm. Und ist von ganz anderen Kräften verändert oder sogar da reingebracht worden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist meine Sicht. Ja, ich erhebe hier nie Anspruch auf, so ist es. Einfach auch meine gefühlte, gelebte Erfahrung. Und gestern ist mir eine Frau begegnet. Zum Beispiel hat es mich auch immer so nach Australien gezogen, zu den Aboriginals. Die hat all das gemacht, wo es mich auch eigentlich auch schon älter. Aber ich meine, das ist gar nicht der Punkt. Aber all das, was mich auch immer so angesprochen hat, wo es mich immer so hingezogen hat, das hat sie gelebt. Und Maria Magdalena, die Verbindung. Und als wir uns begegnet sind, mit Sicherheit nicht zufällig, weil das hat mir auch noch mal wieder so viel Hoffnung gegeben und diese Gewissheit, es ist wahr. Da war so eine schöne Energie schon, so leicht alles und oben. Und das war so eine wunderschöne Unterhaltung. Und die anderthalb Stunden, die vergingen wie ein Wimpernschlag. Also Zeit ist ja auch wirklich nur auf 3D so relevant. Noch. Also die Zeit, die verflog, weil es einfach so verbunden und so frei und so auch einfach so ein wirklich gutes Herzensgespräch war. Und vieles, was ich eben auch so wahrnehme, dass hat sie schon lange so erfahren. Und das ist natürlich, wenn man da eben vergleicht, doch noch, ich werte es jetzt mal, man muss gar nicht so werten, aber ein bisschen ein Greenhorn ist, damit meine ich mich, war es auch schön, einfach diese Bestätigung so zu finden. Und eben nicht im Kopf. Es geht ja nicht um Konzepte, die sind hinderlich. Ich meine, Konzepte findet man immer in engen Glaubensgemeinschaften. Aber diese da, die OCG, wusste ja darum, dass der Kopf weg muss. Ja, so ist es ja wirklich nicht. Und das hatte mich damals auch sehr angesprochen, weil ich wusste, dass es war. Eine Freundin kam an und erzählte, dass sie im Mainstream jetzt sehr viel Negatives gebracht haben über, ja, die Abkürzung kann man ja mal bringen. Das kann ja wohl auch auf YouTube kein Drama.